Jo, meine Freunde, was geht? Heute sprechen wir über das Thema Vintage Fashion vom Flohmarkt. Also, welche Marken sollst du mitnehmen? Welche Marken bringen am meisten Geld? Und was verkaufst du wirklich am schnellsten? Wenn du zum ersten Mal auf meinem Kanal bist, bei mir dreht sich alles um Vintage Fashion vom Flohmarkt. Wir kaufen billig vom Flohmarkt ein und verkaufen teuer auf Kleiderkreisel oder eBay Kleinanzeigen. Und es geht wirklich nur um Klamotten. Versteht mich nicht falsch, ich kaufe auch extrem gerne Nintendo-Spiele, PS4-Spiele, Actionfiguren, alles. Bei mir dreht sich wirklich alles um Geld verdienen vom Flohmarkt. Aber ich finde, Klamotten sind extrem underrated und ich zeige euch heute ganz genau, was ihr kaufen sollt. Das erste Thema ist natürlich, welche Marken sollen wir kaufen? Also, wir fangen an mit Nike, Adidas, Kappa, Lacoste, Ralph Lauren, Hugo Boss, Fred Perry, Helly Hansen, Puma, Fila, The North Face, Carhartt, Burberry, Reebok, LS. Dann haben wir natürlich noch Versace, Moncler, Diesel, Timberland. Also auch ganz normale mal No-Names sind manchmal wirklich sehr gefragt. Zum Beispiel Tour-Shirts wie von Metallica oder Nirvana oder AC/DC, die was wirklich Vintage sind. Solche musst du wirklich mitnehmen. Von den meisten Marken kannst du wirklich alles mitnehmen. Nur bei manchen Sachen musst du wirklich aufpassen, weil ein Adidas-Sweater ist nicht gleich ein Adidas-Sweater. Naja, meine Freunde, diesen Adidas-Pullover habe ich um 12 Euro auf meinem Kleiderkreisel Profil online und diesen Adidas-Pullover habe ich um 89 Euro auf meinem Kleiderkreisel Profil online und beide habe ich, glaube ich, um 1 oder 2 Euro auf Flohmärkten gekauft. Und was ist jetzt wirklich der Unterschied? Natürlich, die Größe ist unterschiedlich und die Farben sind unterschiedlich, aber dieser Pullover ist vielleicht 10 Jahre alt und dieser Pullover kann 30 Jahre alt sein und dieser hat wirklich einen Vintage-Aufdruck und dieser hat einfach einen ganz normalen Aufdruck. Also ihr müsst wirklich aufpassen, was ihr kauft. So, meine Freunde, jetzt sprechen wir über das Thema, welche Marken sollte man nicht kaufen. Und alles, was ich natürlich in diesem Video sage, ist meine persönliche Meinung. Wenn ihr irgendwelche anderen Meinungen habt oder irgendwelche anderen Punkte bzw. Marken wisst, die man kaufen sollte, bzw. die was sehr wichtig sind, schreibt es mir unten in die Kommentare und lasst mir ein Like da und natürlich ein Abo. Aber welche Marken sollte man nicht kaufen? Welche habe ich zum Beispiel nicht mehr auf meiner Flohmarkt-Hustle-Liste? Und das ist auf jeden Fall Tom Taylor. Da habe ich wirklich nur ganz, ganz selten gute Erfahrungen gemacht. Was vielleicht auch nicht meine Lieblingsmarke ist, ist S. Oliver, weil die kann ich eigentlich auch nicht richtig verkaufen. Die ist eigentlich, für mich ist das nicht mal eine richtige Marke, Entschuldigung. Und dann noch eine Polo Assistant. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Da müsst ihr aufpassen, die schaut ziemlich ähnlich aus wie Ralph Lauren, nur da steht halt im Mackel statt Ralph Lauren Polo Assistant drinnen, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Und da müsst ihr wirklich aufpassen. Und das sind auf jeden Fall drei Marken, die ich auf jeden Fall nicht mehr kaufen würde. So, meine Freunde, ich habe jetzt wirklich ganz, ganz grob über das Thema geredet. Das Thema Vintage Fashion, was man kaufen sollte, ist extrem, extrem groß. Ich möchte daraus eine Serie machen und wenn euch das Video gefallen hat und auch natürlich die neue Location, schreibt mir in die Kommentare, lasst ein Like da und abonniert mich. Und ich möchte wirklich über jedes verschiedene Thema darüber sprechen, welche T-Shirts man kaufen sollte, welche Pullover, bei welcher Marke insbesondere man was kaufen sollte, was nicht. Und ja, bleibt dran, bis zum nächsten Mal und Flohmärkte haben natürlich bald wieder offen und stay home.